Hast du dir die Frage auch schon mal gestellt, wie oft du in der Woche trainieren solltest? Einige sagen, weniger ist mehr, andere wiederum behaupten, viel bringt auch viel. Doch was stimmt denn nun? Genau in diesem Video werden wir auf das Thema heute eingehen. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen auf Boxing Arts, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin's wieder, dein Ferhat, und mit dem heutigen Thema: Wie oft die Woche solltest du trainieren? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir erstmal unterscheiden zwischen Anfänger und Fortgeschrittener und zwischen Hobbysportler und Leistungssportler. Gehen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit. Als ich mit dem Boxen angefangen hatte damals, ich weiß noch ganz genau, die allererste Einheit, wirklich die allererste Einheit, werde ich nie in meinem Leben vergessen. Weißt du auch warum? Weil das war so schmerzhaft danach, die Tage, besonders die Woche danach, sagen wir mal. Besser gesagt, weil ich war wirklich eine komplette Woche außer Gefecht gesetzt. Ich hatte Muskelkater an Stellen, wo ich gedacht habe, ich habe da gar keine Muskeln. An den Händen, an den Fingern, an den Fußsohlen und so weiter und so fort. Ich hatte überall, wirklich überall Muskelkater. Muskelkater ist ein Signal dafür, dass du auf jeden Fall Ruhe brauchst. Der Muskel hat kleine Mikrotraumen, also Mikroverletzungen nennt man das. Und was bedeutet das für dich? Er braucht Ruhe. Denn nur in der Ruhephase wächst auch der Muskel. Was bedeutet das jetzt für dich? Wenn du gerade Anfänger bist und gerade neu einsteigst mit dem Boxtraining, dann kannst du auf gar keinen Fall oft trainieren in der Woche. Höchstens vielleicht nur zweimal, wenn du wirklich noch davor ein bisschen was gemacht hattest. Aber wenn du gerade erst neu mit dem Sport anfängst, kannst du wirklich nur einmal in der Woche trainieren. Wenn dann ein Monat um ist, hat sich dein Körper dementsprechend ein bisschen daraufhin adaptiert, also angepasst an das Boxtraining. Du bekommst zwar noch Muskelkater, aber weitaus nicht mehr so viel wie am Anfang, wo du die erste Einheit hattest. Somit heißt das, dass du öfters in der Woche trainieren kannst. Beispielsweise kannst du dann zweimal in der Woche trainieren. Wenn du nun etwas fortgeschrittener bist, sage ich mal nach 2 Monaten oder nach 3 Monaten sogar, bist du auf jeden Fall in der Lage, öfters in der Woche zu trainieren. Das heißt, du könntest dann zum Beispiel 3 bis 4 Trainingseinheiten pro Woche absolvieren. Nun zu dem Unterschied zwischen Hobbysportler und Leistungssportler. Wenn du Hobbysportler bist, wie oft solltest du dann trainieren in der Woche? Da empfehle ich dir, dass du, je nachdem wie viel Zeit du hast, 2 bis 4 Mal in der Woche trainieren kannst. Solltest du aber als Hobbysportler sagen, nein, ich möchte noch öfter trainieren, ich mag das Boxtraining, ich finde es einfach nur richtig gut, das Training, das tut mir richtig gut, dann kannst du natürlich auch öfter trainieren. Daran hindert dich keiner. Jetzt kommen wir zum Leistungssportler. Der grundlegende Unterschied zwischen dem Leistungssportler und dem Hobbysportler ist eigentlich einfach nur der, dass der Leistungssportler an Wettkämpfen teilnimmt. Dementsprechend muss auch der Leistungssportler öfter trainieren als der Hobbysportler. So, und wie oft sollte der Leistungssportler pro Woche trainieren? Der Leistungssportler sollte mindestens 5 bis 6 Mal die Woche trainieren. Profis gehen sogar weit über 10 Trainingseinheiten pro Woche hinaus. Jetzt fragst du dich, wie soll ich das denn schaffen? Das machst du dann einfach, indem du das logischerweise so unterteilst, dass du an bestimmten Tagen nur bestimmte Trainingseinheiten trainierst. Was bedeutet das? Das bedeutet beispielsweise, wir haben jetzt Montag, du stehst Montag morgens auf, gehst erstmal laufen. 10 Kilometer Lauf, das ist deine erste Konditionseinheit am Montag. Dann kommst du nach Hause, isst was, gehst dann entweder in die Uni, gehst in die Schule oder gehst zur Arbeit. Abends kommst du wieder nach Hause, isst eine Kleinigkeit. Dann gehst du dann spätabends nochmal zum Boxtraining. Und dort trainierst du dann, sagen wir mal, deine Beinarbeit. Jetzt hast du Dienstag, den nächsten Tag. Und dann trainierst du nicht mehr deine Beinarbeit. Also natürlich bewegst du dich noch auf deinen Beinen. Darum wirst du nicht rumkommen. Aber du trainierst nicht mehr spezifisch deine Beine, sondern du trainierst etwas anderes. Du trainierst beispielsweise Kraftausdauer für deine Arme. Indem du das dann so logisch gestaltest, dass du dann Tag für Tag verschiedene Muskeln beanspruchst, hast du dann dementsprechend auch an den Tagen, wo du dann die Muskulatur nicht beanspruchst, mit der Muskelgruppe auch Pause. Was wir natürlich, wie wir jetzt vorhin erfahren haben, wichtig ist, denn nur in der Ruhephase baut sich der Muskel und das ganze Sehnenapparat und das Skelettapparat auf. Somit schaffst du es dann auch, öfters in der Woche zu trainieren. Beispielsweise würdest du dann hier Montag bis Freitag jeden Tag zwei Trainingseinheiten haben und das wären dann 10 Trainingseinheiten pro Woche, und Samstag und Sonntag, also das Wochenende, würdest du dann
Pause machen und dich regenerieren. Wie lange solltest du nun trainieren? Für den Anfänger empfehle ich hier 60 Minuten bis 90 Minuten maximal, das reicht vollkommen aus. Für die Fortgeschrittenen oder auch für die Leistungssportler, die jetzt an den Wettkämpfen teilnehmen, da gehen dann auch mal die Trainingszeiten von 2 Stunden bis allerhöchstens 2,5 Stunden. Das kann auch mal so lange dauern. Das ist aber auch okay, weil diejenigen sind ja auch dann auf diesem Level trainiert und die können das auch standhalten. Ja, wir sind auch wieder am Ende des Videos angelangt und ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und jetzt hast du eine Idee, wie lange und wie oft du in der Woche trainieren solltest. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie oft trainierst du und wie lange trainierst du? Schreib das doch mal unten in die Kommentare rein, das würde mich wirklich sehr interessieren. Und wenn du jetzt noch wissen möchtest, was du an deinen freien Tagen machen kannst, also wenn du regenerieren möchtest, dann schau dir auf jeden Fall dieses Video hier an, das wird dir sicherlich weiterhelfen. Und wenn du keine weiteren Videos mehr über das Boxen und das Boxtraining verpassen möchtest, dann abonniere jetzt meinen Kanal und freue dich auf weitere Videos. Bis dahin, ciao.